Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu meinem neuen Video bei mir auf meinem Kanal. Ja, wie ihr alle bestimmt schon mitbekommen habt, habe ich übers Wochenende gefehlt und die Gründe dafür sind ganz einfach. Ich habe mich verkältet gehabt und musste Corona-Test machen, der Gott sei Dank negativ war, ja, aber ich musste ihn machen. Das war ganz arg wichtig, dass ich ihn mache, damit man über die Gewissheit hat, wie das nun mal oft so ist. Und ja, ich habe gedacht, ich melde mich heute mal wieder und setze mich hin und rauche heute eine Toscanello-Zigarre auf euch. Ganz, ganz hervorragende Zigarre. Ganz hervorragende Zigarre. Und ja, ich habe mir was überlegt, Freunde. Mir geht es ein bisschen so wie im Third World oder Med. Mir ist dieses Pfeife, Rauchen und Tabakreviewen auf YouTube einfach zu wenig. Also habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, Mensch, was könnte ich denn machen? Was gibt es denn auf YouTube noch nicht? Und bin dann, wie es Zufall so will, auf alte Bilder gestoßen, wie ich und mein Bruder Zinnfiguren oder Zinnsoldaten gemacht haben. Gedacht, Mensch, das könntest du doch bringen. Das macht niemand. Interessiert bestimmt den einen oder anderen. Mach doch das. Gesagt, getan. Ich runter zu meinem Vater. Vater, haben wir die alte Zinn? Brauchen wir noch? Mein Vater meint, na, ich glaube, die haben wir verkauft. Die haben wir nicht mehr. Okay. Scheiße. Also, ich habe mir was einfallen lassen. Ich habe es euch eingekauft. Und ich denke, das Paket kommt Ende der Woche. Da sind Zinnformen drin. Und dann werden wir uns noch ein bisschen Zinn besorgen. Und ich denke, Anfang nächsten Monat werden die ersten Videos zu kommen. Und ich freue mich riesig. Für Toscanello hier, gell? Schon eine hervorragende Zigarre. Kräftig, würzig. Stark sogar, ja. Aber eine gute Zigarre. Oder ich glaube, es sind gar keine Toskana. Ich glaube, es sind die Worts. Ich erinnere mich, die Giacomo Garibaldi sind sogar, glaube ich. Ich glaube, 4 Stück kosten 7 Euro. Sowas um den Dreh. Bin mir nicht ganz sicher. Aber von der Würze her ist die wirklich ein absoluter Schmankerl, gell? Ja. Das soll es von mir heute auch schon wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und das war's von mir von hier für heute. Euer Don Diego, lasst mir gerne ein Abo da und alles Gute. Bis bald.